So, da sind wir. Wir nehmen den Bones mal wieder mit, hä? Komm mit. Klar. So, Bones schließt sich der an. Da sind wir ja hier bei Jacks Turm. Genau, und da hatten wir ja das letzte Mal hier den Tanner ja verprügelt. Da hinten ist ja auch noch so eine Krabbe da. Aber wir gucken uns mal hier diesen Schatz mal erstmal eben an hier. Beziehungsweise seine Truhe. Das ist dann ja wahrscheinlich hier Bones Versteck. Da hat er sich eine super Stelle ausgesucht, hier direkt vor dem Portal. Könnten wir aber eigentlich hinkommen, ne? Das ist gar nicht so weit rein hier in dieses Schattenreich. Hier hatten wir ja auch schon mal so eine kleine Runde gedreht. Ja, okay. Dann haben wir ja noch, der Schatz im Toten Land. Und das ist hier hinten. Na gut, wir müssen so langsam uns auch ranwagen dann hier an dieses Schattenreich, ne? Dann haben wir noch den Schatz eines namenlosen Kapitäns. Der ist hier. Also das heißt hier direkt da vorne, ne? Ist da noch so eine kleine Höhle? Da kann man mal probieren, mal hinzuschwimmen. Da sehe ich so eine Fahne. Ach ja. Direkt vor der Nase. So, Quest erfolgt, der Schatz eines namenlosen Kapitäns. Ein Kerzenhalter, ein goldenes Zepter und eine Fiole. Magie plus 5, das ist ein besonderer Gegenstand, ne? Gefüllt mit magischem Wasser aus dem Jungbrunnen. Quest erfolgt die Fiole. Schön. Ja, okay. Das heißt, diese Schätze, die lohnen sich dann ja doch. Da überlege ich, vielleicht doch mal da hinten mal schauen, um diesen anderen Schatz zu holen. Das war ja hier der Schatz im Toten Land. Na, da könnten wir uns ja mal vorwagen. Vielleicht bei Tag. Ich rede nochmal hier mit dem Jack. Ah ja. Ich bin in Puerto Sacarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast.
Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Questerfolg, Neuigkeiten aus Puerto Sacarico, Rom 200. So, hier war doch unter diesem Turm doch da dieser Drache. Das letzte Mal. Da hatten wir ja noch nicht so viel Kampfkraft. Ich würde mal probieren, mich da mal ran zu wagen. Vielleicht kriegen wir da auch noch irgendwie noch ein bisschen Magie hier. Höllenhund beschwören, den könnten wir mal dazu holen. So, ich speichere mal eben ab. So, probieren wir es mal, ne? Aus deiner Haut machst du mir eine Mütze! So ein grausamer Lindwurm. Questerfolg, grün hinter den Ohren. Ganz schön heftig. Zappelt da rum. Einmal Schwanzstachel, einmal Kralle erhalten. Und da hinten ist noch eine Grabspinne. So, hier war ja diese Truhe von diesem einen Soldaten da an dem Turm. Ist das schon diese Truhe hier? Pipkins Schatz? Dann haben wir hier 300 Gold. Rumgrog und einige Bananen. Gar nicht mal so schlecht. Eine Spitzhacke, Brot. Und da hinten ist so eine Spinne. Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Die kommt da jetzt rum. Und ist schon unterwegs. Termitenkrieger dabei hier. So. Gut, dann ziehen wir mal eben durch. Na, was war da? So, hier ist wieder so eine Falle. Nur wenn sie einfach darüber springen können. Ja. Bei uns latscht einfach durch. Das ist doch hier wieder so eine Kobaltfalle, oder? Ich weiß gar nicht, was macht denn diese Falle hier? Hier war doch diese Spinne, ne? Hier ist noch ein Jadebrocken.
so 8 Stück. Ah, und hier ist Holtbys Truhe, genau, darum ging's. So, dann haben wir hier dieses Diebesgut. Ja, leider Wertsachen, einige tragen den Namen Jack. Zähne und Goldklee. Questerfolg, Jacks Wertsachen. So. Dann haben wir das wenigstens auch erledigt. Schwerer Goldsack, 100 Gold, schön. Da ist noch ein Teleportstein. Was hier so rumliegt, ne? Okay. So, und da war doch noch so eine Abzweigung. Hier ist noch eine Termite. Das ging schnell. Genau hier, ne? Da ist noch eine Eisenader. So, 8-mal Eisenerz erhalten. Genau, und von hier kamen wir. Dann würde ich mal mit dem Holtby mal reden. Und dann kann ja Jack dann auch wieder zu seinem Turm zurückkehren. Ich denke mal, werden wir uns erstmal eben hinlegen. Hier, ne? Es ist schon dunkel, ne? Ach, ich hab mich voll erschrocken hier von diesem Lindwurm. Mal gucken, ob wir da schlafen können. Er sitzt da am Feuer. So, ich lege mich bei mir hin. Da haben wir wieder so eine Traumsequenz. Naja. Hier ist noch eine 110er Truhe. So, was sagt denn hier der Holtby? Zu dumm, dass unser Kommandant in See gestochen ist. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, wir könnten ihn beklauen. Machen wir mal eben. 2-mal schwerer Dolch, 25 Gold. Pass auf. Ich hab dein Tagebuch und die Beute. Fang an zu reden. Oh, verdammt! Okay, ich geb's zu. Ich hab Jack bestohlen. Und was hast du jetzt vor? Questerfolg der Plünderer. Taschenkontrolle. Her mit deinem Gold. Was soll ich denn ohne mein Gold machen? Anfangen zu sparen. Das ist alles Gold, was ich habe. Damit sind wir quitt. Abgemacht? Die Entscheidung überlässt du mir. Neuer Befehl, Mangroven bewachen. Aber du hast doch... dir soeben einen Befehl erteilt. Abmarsch. Alles klar. Gut, dann wollen wir mal dem Jack
Bescheid geben, dass er hier wieder zu seinem Turm dann auch kann. Und dann werden wir uns mal um den Schatz mal kümmern. Dort in dem Schattenreich. So, Jack. Was dein Soldatenproblem angeht, du kannst wieder zurück zum Leuchtturm. Dachte, ich werde die zwei nie los. Dank dir, mein Junge. Endlich kein Sand mehr in den Stiefeln. Da, das sollst du haben. 50 Gold, vielen Dank. Hier, pass auf. Hier, das hatte Holtby dir gestohlen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Das ist für dich. In deinen Taschen ist es mir lieber als in seinen. Alles klar.